Willkommen zurück bei Paper Mario. Beim letzten Mal haben wir den roten und den blauen Goomba eine Breitseite verpasst. Und nun stehen wir direkt vor dem Schloss vom berüchtigten Goomba-König. Das ist so eine Arschlerei. Goomba-König, hilf uns! Mario, das war droschen! Kommt rein, ihr Schisser. Hä? Das ist aber eine kleine Schloss, irgendwie. Boah, ich sieh doch, Mario. Ja, boah, siehst du das Gebäude? Ich bin mir sicher, dass dort eine Brücke auf die andere Seite führte, aber... Pff, ich frage mich, was wohl damit geschehen ist, ey. Als hätte die's abgerissen oder so. Oh! Spürst du das auch? Ich glaube, es gibt ja noch eine Erdbeben. Ja, Erdbeben? Ja, warum? What the... Hä? Oh, nee, es ist eine riesige Trottel in einem Schlafanzug. Mario, es ist also wahr, du hast es bisher geschafft, dafür verdienst du Respekt. Unglücklicherweise kommst du keinen Schritt weiter, weil ich, der große und mächtige Goomba-König, dafür Sorge tragen werde, dass dein Abenteuer hier ein jähes Ende findet. Hast du gehört, Mario, ey? Nicht einen Schritt weiter, hast du Angst, kleiner Mann, oder was? Ja, du hast Angst, willst du dich jetzt vielleicht entschuldigen, hä? Dieser Goomba-König, der ist echt riesig. Aber ich bin mir sicher, er ist kein Gegner für dich, Mario. Schnappen wir ihn uns. Ich habe schon größere Burgen erobert, erwarst du doch nicht einmal eine Spermie. Bist du bereit für meinen Zorn? Das sollst du besser. Wham. Und der Rot- und Blau-Goomba kämpft tatsächlich auch mit. Oh, mach ihn fertig, Goomba-König. Wir sind bei dir. Überlass ihn mir! Hey Mario, ich glaube, wir sollten uns zuerst um die Goomba-Brüder kümmern. Sie müssen beim letzten Kampf noch ziemlich geschwächt sein. Ja, das hört sich gut an. Erstmal die Schwachen erledigen. Gefällt mir! So, jetzt greife ich zunächst hier den Roten an. Sowohl mit Mario als auch mit Mario kann ich ja über die Gegner drüber springen. Boom! Und dann haben wir den Roten auch schon erledigt. Dann halt nochmal die gleiche. Wieso nehmen wir halt nur 2 Sternpunkte? Ah, deine Füße stinken. Geh mir weg. Ah. Sag mal, hast du immer noch nicht kapiert, oder? Du kannst nicht gegen mich gewinnen. Nimm den. So. Und du... Boom. Weg mit dem blauen Schlumpf. Ah. Au. Ja, wie? Da war ja voll viel Schaden. Na gut, gucken wir mal, was er so kann. Das ist... Oh, da geht nicht mal auf mein Bild drauf, warte. So, ich muss mal rauszoomen. Passt. Ey, das ist der Goomba-König, ja. Er ist wirklich... Er ist nicht groß. Ich meine, sieh doch mal an. Er sieht auch irgendwie sehr stark aus, ne? Der hat auch 10 KP und Angriffskraft 1 und Verteidigung 0. Und ja, ist der Boss des Roten und des Blauen Goombas. Aber wen kümmert seine Kraft? Du bist viel stärker. Oh Mann, ich frage mich, was man essen muss, um so groß zu werden. Das muss echt geiles Spinat sein. Ich wäre auch gern größer. Ich glaube nicht, dass ich dich gerne so groß hätte. Ich meine, ich könnte nicht mal mehr laufen, ohne dass ich ständig in die Luft geschleudert werden würde. Ah, lass doch mal deinen scheiß Fuß weg, ey. So, ich bin jetzt froh, dass ich den Powersprung drin habe, natürlich, weil sonst wird das Ganze hier etwas schwieriger werden. Und ich denke mal, danach werden wir unser erstes Level-Up erreichen, weil, ja, die kann nicht mehr passieren. Müssen allerdings eine extra Runde machen, weil ich keine Blütenpunkte mehr habe. Während dem Kampf gibt es im Moment noch keine Möglichkeit, sie zu regenerieren. Herzen und Blütenpunkte außer durch Items. Diese Möglichkeit wird aber später noch dazukommen. Au! Das ist echt knapp hier, jetzt reicht's mir. Aber jetzt würde ich euch noch was zeigen. Hier kann man jetzt auch auf Nichtstun gehen oder eben fliehen, wenn es keine Endbosses sind. Können beide machen, dadurch kann man sich einige sparen. Oh! Und 30 Sternpunkte. Wir nehmen können diese, übrigens 17, übrigens das nächste Level mitnehmen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und ja, die Frage ist halt, was mache ich jetzt? Ich werde tatsächlich erst über 15 KP gehen. Ich dachte, das ist besser. Wie konnte das passieren? Cool. Yeah, ich wusste, wir würden es schaffen, ey. Voll geil, man, gewonnen. Oh yeah. Ich sagte doch, es ist keine Probleme. Ich meine, komm her, wer größer wäre, war die Goomba an dem Schlafanzug, also bitte. Doch geht's auch nicht schwer, so eine Möbel zu besiegen.
Komm raus, sonst werde ich deine Schlosse in Knarrack breien. Mario, guck mal den Bus. Wie? Hä? Sieht verdächtig aus, der Schalter. Ich weiß nicht, ob wir ihn drücken sollen, Mario. Könnte vielleicht... Ich drück einfach. Ich weiß nicht, ob das so gut war, Mario. Mario, ja gut gekämpft und so, aber ich muss dich noch vor etwas warnen. Wenn du irgendwo einen Schalter findest, solltest du ihn definitiv nicht betätigen. Er ist gefährlich, verstanden? Ich habe gerade einen betätigt, noch so. Du hast was? Du hast ihn doch gedrückt? Oh mein Gott, nein! Fuck! Was passiert da? Oh, it's magic! Es liegt jetzt nicht zusammen! Wow! Sogar die Fenster fliegen runter, ohne dass man danach was sehen würde. Und da Robin, der Gumba-König, der wie Sauron thront. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! Warum hatte ich nur diese restliche Präferenz im Ohr? Boah, die Referenz war voll geil, ey. Und sieh doch mal, die Brücke, ja. Jetzt können wir sie überqueren und unsere Reise fortsetzen, ja? Ich fand die Referenz scheiße. Naja. Bisschen zu klein, um hier zu wohnen. Strompreis wäre wohl auch ein bisschen teuer für Reizen und so. Nee, geh mal weiter. Die Brücke sieht also ein bisschen schief aus, muss ich sagen. Aber okay. Gut. Scheinbar hätten wir hier fast alles erledigt, aber Vorsicht, diesen Ort hier nicht vergessen. Da neigt man dazu, hier ein Block und das ist ein Superpilz, der tut sogar 10 KP aufheilen, nicht nur 5. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Okay, dann glaube ich, haben wir jetzt noch ein Ding, das wir weitergehen können. Diese Nervensäge, diese verdammte. So, speichern und weiter. Ja, wir werden auch in dem Kapitel eine Art Showback zu Bowser haben, wie bisher in jedem Paper Mario mit Story. Und das finde ich extrem geil, die Dialoge. Also da könnt ihr euch schon auf einigen Shit freuen, sage ich euch. Mächtiger König Bowser, ich habe nach euch gesucht. Lasst mich berichten, eure Boshaftigkeit. Mario hat den Goomba-König gebasht. Er ist jetzt auf dem Weg nach Todd Town. Was? Unglaublich. Was hat sich dieser Goomba-König dabei gedacht? Ich habe die Macht des Sternstabs benutzt, weil er darum gebettelt hat, ein König in dieser verdammten Kuhdorf da unten zu werden. Und dann lässt es sich von Mario so mühelos schlagen. Was für eine Missgeburt. Kemi Cooper, du bist dir doch völlig sicher, dass Mario uns niemals besiegen kann, oder? Bitte, bitte, eure Finsterkeit. Versucht euch zu beruhigen, denkt an euren Blutdruck. Der Gumba-König war doch nur ein kleiner Fisch. Ich hab mir schon gedacht, dass er versagen würde. Aber das hat nichts zu sagen. Solange ihr den Sternenstab neuen Besitz habt, seid ihr unbesiegbar und verwundbar. Denkt dran. Ihr könntet Mario mit verbundenen Augen, drei gebrochenen Zacken, zwei gebrochenen Armen, zwei gebrochenen Beinen und einem gebrochenen Kopf besiegen. Das gefällt mir. Übrigens, Kemi Cooper, es besteht doch wohl keine Möglichkeit, dass die Sterne, die wir gefangen haben und dummerweise nicht hier oben gefangen halten, auf irgendeine Art und Weise Mario ihre Kräfte geben könnten. Oder? Bitte sorgt euch nicht. Jeder wird einzeln festgehalten, über die ganze Welt verstreut. Ich meine, hier oben wäre zwar sinnvoller gewesen, weil da hätten Mario nicht hinkommen können, aber naja, da wären die alle auf einem Haufen gewesen und dachte, das wäre nicht so gut. Und natürlich wird auch jeder von handverlesenen Individuen bewacht, die alle mittels unserem Stab gedopt sind ohne Ende. Nicht nur Mario ist in der Lage, alle 7 hohen Sterne zu retten, so sehr sie auch anstrengt. Dem Stern ist Mario jetzt am nächsten. Ist es der in der Festung der Koopa-Brüder? Sollte Mario irgendwie dahin gelangen, können ihn die Koopa-Brüder besiegen?
Ach, König Bowser, ihr dürft euch nicht sorgen, ey. Jeez. Hä? What the fuck? Hoia! Oh yeah, man! Bitches! Hier kommen die Koopa-Brüder! Wow, yeah, man, wir sind die coolsten der coolen! WTF? Kevin Cooper? Bist du dir sicher, dass diese Kerle die richtigen für den Job sind? Weil, der Koopa-König war riesig und nicht mehr, er konnte Mario besiegen. Ey, what labert ihr da, ey? König Bowser, chillt! Ja, der Goomba-König war zwar riesengroß, aber war voll der Schwächling, aber wisst ihr nicht wie er? Denn wir verfügen über ein absolut perfektes Teamwork, Baby! Gemeinsam können wir Mario sekundenschnell in eine kleine Sissy verwandeln, ey! Exzellente, das nenne ich Kampfgeist! Los, Koopa-Brüder! Zeigt unserem König den Special-Lerngriff, den ihr so gut beherrscht! Yes, man! Seid ihr alle bereit, guys? Oh yeah, game move! Oh, what the fuck? Oh my god! Oh, das... Oh my goodness! Tschüss! Oh, wie gefällt euch das, ja? König Bowser, ja, wie war's? Oh ja! Ausgezeichnet! Und ich bin nicht leicht zu beeindrucken. Mario, keine Chance, wenn ihr mit dieser Technik angreift! Ja, wir besiegen den König Bowser, wir schwören! Übrigens, meine Koopa-Brüder. Bezüglich des Sterns, den ich in eurer Festung eingeschlossen habe. Wer bewacht ihn jetzt eigentlich? Hä? Niemand, ihr wisst ja, wir sind ja jetzt hier und die Putzfrau ist noch zu Hause und deshalb... Ihr Vollpfosten, bitte so einen Verstand! Sofort zurück zur Zuckerfestung und bewacht diesen Stern! Dame, sofort! Jo. Alles klar. Damit wäre zumindest dieses Thema weiter vertieft. Warte, wir gehen mal runter. Und da haben wir ein Schäfchen. Damit kann man einen Gegner einschläfern. Ist nicht auf Bossgegner zu empfehlen, möchte ich sofort sagen. Das funktioniert in den wenigsten Fällen, dass Bossgegner eingeschläfert werden. Kannst natürlich dann auch probieren. Also ich benutze diese Attacken vor allem aus diesem Grund nicht so häufig. Beziehungsweise Items. Und da haben wir eine Kiste. Ein Hammer-Wurf-Wand. Auf einen beliebigen Gegner mit dem Hammer. Guck mal, wie viele Ordenpunkte wir dafür brauchen würden. Seht ihr da... Den können wir jetzt nicht tun, das würde sein, wir tun den Tun-mir-nichts oder den Powersprung raus. Ist aber relativ sinnlos, weil, ja, damit kann ich nur mit dem Hammer fliegende Gegner treffen. Aber ja, ich kann auch einfach auf ihn draufströmen, geben, Powersprung. Daher ist das nicht so nötig, meiner Meinung nach. Und wir haben diese lange Passage überwunden und sind jetzt hier wieder in Todd Town. Hä? Mario? Oh, ich bin froh, dass du okay bist. Die Stadt ist in Aufruhr, die Prinzessin wurde entführt. Der Palast mit dir, es herrscht Chaos. Oh Gott, ich erinnere mich, dieses Schildkrötenschwein. Ich habe keine Ahnung, was ich unternehmen soll. Bitte, Mario, rette ihre Hoheit. Ja, ich werde mir was einfallen lassen, aber komm, das ist ja so ein bisschen hart, so jetzt in ein paar Sekunden, nicht? So, jetzt können wir mal gucken, wir können zurück zu Hause, Ich möchte eine Luigi Brother sein. Eine Luigi Brother. Ich frage mich, was dein Bruder Mario gerade macht. Hä? What the? Ey, Mario, du bist es. Schön, dich zu sehen. Luigi, was machst du hier? Ja, geht es dir auch gut? Nach dem ganzen Wirbel und dem Palast habe ich mir richtige Sorgen gemacht. Also, das Erdbeben losging, bin ich nach draußen gerannt. So schnell ich konnte. Und ich konnte gerade noch entkommen. Es war so klar, dass du Sissy nicht mal offen kämpfst. Hast du wenigstens den Abwasch gemacht? Den Abwasch? In Gumba? Okay. Wer bist du? Ja, ich bin Gumbario, ja? Ey, voll geil, dich kennenzulernen. Es ist eine gute Gumba. Ah, ich verstehe. Ja, toll. Du bist also mit Mario auf Abenteuersuche. Das nenne ich unfair, Mann. Irgendwann muss ich ja um das Haus kümmern und den Rasen mähen und die Geschirrspülmaschine außen einräumen und die Betten machen und den Papiermüll rausbringen. Deshalb kann ich hier nicht weg. Pass gut auf Mario auf, ja? Ja.
viel Spaß, mein Hausmann. Okay, Leute. Dann danke euch für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Wenn der euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Nächstes Mal werden wir hier weiter erkunden. Aber nicht zu viel. Viel von Tortan werde ich mal noch für später aufheben, damit wir das alles schon aufteilen können. Also, bis dann.